Das führt uns zum allgemeinen Teil des bürgerlichen Rechts. Wir haben vorher schon gehört, dass der allgemeine Teil des bürgerlichen Rechts sich mit einer ganzen Menge an Vorschriften beschäftigt, die nicht spezifisch für einen besonderen Teil im Sinne des Pandektensystems sind. Dort finden wir also ein Sammelbecken für, unter Anführungszeichen, alles Mögliche, was nicht in eine speziellere Schublade hineinpasst. Ganz am Beginn des allgemeinen Teils möchte ich vielleicht auf einen Punkt besonders hinweisen, weil es ein Gedanke ist, der das gesamte bürgerliche Recht betrifft. Ich komme später noch einmal dazu, aber es scheint mir sinnvoll, das am Anfang zu betonen, weil es unser Rechtsgebiet so sehr charakterisiert. Wenn Sie sich erinnern, haben wir als Abgrenzung zum öffentlichen Recht gesagt, wir haben gleichgeordnete Rechtssubjekte, im öffentlichen Recht haben wir eine Über- und Unterordnung. Aus diesem Gedanken können Sie gleichzeitig etwas anderes ableiten. Wir haben bei der Methodenlehre gesehen, dass wir im öffentlichen Recht tendenziell etwas strenger interpretieren, während wir im Privatrecht etwas großzügiger interpretieren, dort die teleologische Interpretation eine größere Bedeutung hat als im öffentlichen Recht. Und wir werden sehen, dass das Privatrecht von einem ganz liberalen Gedanken durchwaltet wird, nämlich vom Gedanken der sogenannten Privatautonomie. Die Idee im Privatrecht ist, es sollen sich bitte die Leute ihre Angelegenheiten so regeln, wie sie das wollen. Ein evidenter Unterschied zum öffentlichen Recht. Sie können so bauen, wie die Bauordnung das will und aus. Und wenn Sie es nicht so machen wollen, na, dann bauen Sie halt nicht. Aber Sie können mit mir über die Frage, unter welchen Bedingungen ich Ihnen mein Haus verkaufe, selbstverständlich verhandeln. Wir können sagen, der Kaufpreis soll 1 Million sein oder 1,5 Millionen oder 750.000. Wir können sagen, ich soll gewährleisten müssen oder nicht. Wir können ein ganzes Bündel an Regelungen genauso ausmachen, wie wir das haben wollen. Das heißt, das Privatrecht ist eine Rechtsmaterie, in der ganz viel den Parteien überlassen wird. Das ist der Gedanke der Privatautonomie. Ich werde ihn in der weiteren Folge noch näher aufschlüsseln. Und damit sehen wir auch, dass wenn so viel Rechtsgestaltungsmacht den Parteien überlassen wird, wir im Privatrecht relativ wenig zwingende Normen vorfinden. Die Parteien sollen sich's ausmachen. Wir finden im Privatrecht typischerweise das Gegenteil von zwingenden Normen. Wie würden wir das nennen? Dispositive Regelungen, genau. Dispositiv, warum? Weil sie zur Disposition der Parteien stehen, weil die Parteien darüber verfügen können. Das Gesetz sieht etwa vor eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Wenn die Parteien sagen, machen wir lieber 3 Jahre, ist es okay. Und wenn die Parteien sagen, machen wir lieber 1 Jahr, dann ist es auch okay. Das ist dispositives Recht. Die Privatautonomie ermöglicht es uns, unsere Angelegenheiten so zu gestalten, wie wir das wollen. Werden wir aktiv, wenn uns jemand einen Schaden zufügt, oder denken wir uns, na gut, ist uns egal. Gehen wir zu Gericht oder tun wir das nicht? Unsere Sache. Es wird niemand kommen und sagen, ich habe gesehen, der X hat dein Handy runtergeworfen, es hat jetzt einen Sprung. Jetzt wird ein Verfahren eingeleitet, damit er dir Ersatz leistet. Nein, entweder du gehst klagen oder du kriegst halt nichts. Das ist Privatautonomie, während sie umgekehrt, wenn der X den Y umbringt, nicht darauf warten müssen, dass irgendwer sagt, Entschuldigung, das finde ich nicht okay, sondern dort blendet sich der Staat ein und wird amtswegig ein Verfahren einleiten. Autonomie auf der einen Seite und ein enges amtswegiges Gerüst mit zwingenden Normen auf der anderen Seite. Das ist der Grund, die Grundidee des Privatrechts, und das ist auch der Grundunterschied zwischen diesen beiden Rechtsgebieten. Ich möchte es deshalb vorausschicken, weil es für vieles von dem, was kommt, relevant sein wird. Wir werden vieles von dem, was kommt, auf den Gedanken der Privatautonomie zurückführen können. Wer hat die aller? Wie nützt man die? Unter welchen Voraussetzungen kann ich meine Privatautonomie umsetzen? Kann ich von ihr wirklich Gebrauch machen? Und alles das sind Fragen, die im allgemeinen Teil angesiedelt sind. Und die erste Frage ist tatsächlich schon, wer hat aller Privatautonomie? Wer ist aller eigentlich Teil des Rechtsverkehrs? Und damit die Frage, wer ist aller oder kann aller Träger von Rechten und Pflichten sein? Technisch ist das die Frage nach welchem Phänomen? Nach dem Phänomen der Rechtssubjektivität oder Rechtsfähigkeit. Rechtsfähig ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann, und wer rechtsfähig ist, der ist ein Rechtssubjekt. Das ist einmal ein erster, simpler Einstieg. Gehen wir etwas weiter. Ja, wer kann denn jetzt aller Träger von Rechten und Pflichten sein? Ja, ich würde es vielleicht noch einen Schritt allgemeiner machen für den Moment.
Sagen wir jeder Mensch. Jeder Mensch ist rechtsfähig und zwar, und das ist ganz entscheidend, er ist unbeschränkt und unbeschränkbar rechtsfähig. Es gibt keine Abstufungen der Rechtswidrigkeit zwischen verschiedenen Menschen. Das ist nicht nur evidentermaßen nicht der Fall zwischen verschiedenen Altersgruppen oder Geschlechtern oder Herkunft oder Religion, sondern es gilt auch, häufig wird das nämlich missverstanden, für jemanden, der vielleicht geistig nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen. Das würde auch für jemanden gelten, der im Koma liegt. Jeder Mensch ist rechtsfähig und zwar uneingeschränkt und uneinschränkbar rechtsfähig. Wenn wir eine Rechtsordnung suchen wollen, wo das nicht so war, müssen wir in der Geschichte zurückgehen und finden ganz unkompliziert, etwa im römischen Recht, den Gedanken, dass Menschen nicht immer Rechtssubjekt, also Träger von Rechten und Pflichten waren, sondern Rechtsobjekte sein konnten, also Gegenstand von Rechten und Pflichten. Sie brauchen nur an den Gedanken der Sklaven im römischen Recht denken. Da war der Sklave genauso Rechtsobjekt, wie das für uns heute ein Auto oder ein Tisch oder eine Uhr ist. Das heißt, das ist etwas, was sie bei uns naheliegenderweise nicht haben. Und das scheint mir ein relevanter Gedanke zu sein, wir sollten uns teilweise auch bewusst sein, wie gut das Material ist, mit dem wir eigentlich Kraft Gesetzes arbeiten können. Werfen wir mal einen Blick ins Gesetz. Wer hat denn ein ABGB bei der Hand? Sie? Gut. Nehmen Sie sich den Paragraph 16 ABGB und lesen Sie ihn laut vor. Und durchaus ein bisschen dramatisch. Das ist eine Zentralnorm der ganzen Rechtsordnung und es ist eine Norm, die aus dem Jahr 1811 stammt. Das ist ein ganz bemerkenswertes und evident naturrechtliches Bekenntnis. Naturrechtlich warum? Weil das ABGB hier in Paragraph 16 sagt, dass jeder Mensch angeborene Rechte hat. Rechte, die er nicht hat, weil er einem bestimmten Stand zugehört, dem Klerus, dem Adel, sondern jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte. Diejenigen von Ihnen, die rechtsphilosophisch ein bisschen interessiert sind, sie werden das sofort einordnen können. Denn wenn ich sage, etwas ergibt sich aus der Natur, naturrechtliche Gedanken, dann kann diese Natur in Wirklichkeit, und ich vergröbere jetzt natürlich ganz brutal, immer nur woher kommen? Entweder die Natur kommt aus der Vernunft, rationalistisches Naturrecht, oder von Gott. Also ein theologisches Naturrecht. Und hier folgt das ABGB einer ganz modernen, rationalistischen Strömung. Aus der Vernunft ergibt sich schon, dass jeder Mensch angeborene Rechte hat. Damit sehen Sie im Übrigen auch etwas, was Sie in weiterer Folge immer wieder sehen werden. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist Ausdruck einer bestimmten Geisteshaltung, nämlich einer aufgeklärten, vernunftrechtlichen Geisteshaltung. Das ABGB bemüht sich um gerechte Lösungen. Wir haben kaum jemals Fälle, wo etwas rauskommt, wo man sagt, also das ist ja absurd, dass das Ergebnis ist. Das ist ein Gesetzbuch, das aus seiner Zeit heraus nur verstanden werden kann. Und ich sage es deshalb dazu, weil es für uns heute so selbstverständlich ist. Über den Paragraph 16 lesen wir locker drüber, weil wir mittlerweile unendliche Mengen an Grundrechtsverbürgungen haben. In der Europäischen Menschenrechtskonvention, im Staatsgrundgesetz. Nur bitte bedenken Sie, Grundrechte setzen ein, Sie werden es im öffentlichen Recht dann hören, irgendwann einmal nach 1848, die Staatsgrundgesetze aus 1867. Wir waren 1811 schon da und schon 1811 haben die Verfasser des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs dieses ganz bemerkenswerte Bekenntnis aufgenommen. Das heißt, daraus folgt die Rechtsfähigkeit und die Unbeschränkbarkeit der Rechtsfähigkeit jedes Menschen. Der Kollege hat vorher gesagt, jedes Menschen, der lebend geboren wird. Und damit geht er natürlich der Frage nach, ja, wer ist denn jetzt eigentlich ein Mensch? Wann fängt es an? Wann hört es auf? Und tatsächlich markiert den Anfang die vollendete Lebendgeburt. Was die vollendete Lebendgeburt ist, das ist natürlich gar nicht immer so leicht feststellbar. Nicht? Also bei Ihnen und mir braucht man nicht lang darüber diskutieren, weil wenn man dann irgendwann einmal den dritten Geburtstag gefeiert hat, muss die Lebendgeburt wohl vollendet gewesen sein.
Aber es geht hier um einen ganz schmalen Zeitraum. Es geht in Wirklichkeit um die Frage, ich weiß nicht, ist ein Kind auf die Welt gekommen und hat, wenn auch nur kurz, gelebt? Oder ist ein Kind totgeboren worden? Das klingt nach einer Frage, die eigentlich gar nicht so besonders relevant ist, weil man könnte ja sagen, ja gut, ob das Kind 5 Minuten gelebt hat oder nicht gelebt hat, warum soll denn das eigentlich so wichtig sein? Für die Eltern etwa wird es unmittelbar wahrscheinlich nicht relevant sein, ob das Kind totgeboren wurde oder 5 Minuten gelebt hat. In beiden Fällen ist es furchtbar tragisch. Aber wir können uns ganz simpel die Frage stellen, naja, wo macht es denn einen Unterschied? Stellen Sie sich vor, wir haben A und B, die sind nämlich nicht miteinander verheiratet. Ja? Schritt Nummer 1. A ist schwanger mit dem C. Angenommen, B wird bei einem Autounfall getötet. Da muss man mal sagen, nach allem, was wir bisher wissen, C ist nicht lebend geboren worden. C ist ja noch im Mutterleib. Dann ist C aber eigentlich nicht rechtsfähig. Finden Sie das komisch? Aha, der Kollege ergänzt jetzt und sagt, na ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Wenn er lebend geboren wird, sagt der Kollege, dann hat er die Rechte schon gehabt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, machen wir es uns einfacher. Unser C ist ein sogenannter Nasciturus. Das ist hässlicher geschrieben, als es normalerweise bei mir ist. Es ist immer hässlich, aber ganz so schlimm ist es normalerweise nicht. Aber es ist eine schräge Fläche, es ist gar nicht so leicht, da schön zu schreiben. Nasciturus ist lateinisch derjenige, der geboren werden wird. Und jetzt langsam aber sicher erahnen wir die Kontur der Regel insgesamt. Also wer lebend geboren wurde, der ist rechtsfähig. Und derjenige ist auch rechtsfähig, quasi rückwirkend, der zur Zeit eines bestimmten Ereignisses noch im Mutterleib war und dann lebend geboren wurde. Das heißt, die Rechtsfähigkeit des Nasciturus könnten wir eigentlich wie beschreiben? Das Kind ist im Mutterleib. Ja. Das Kind ist im Mutterleib beschränkt und bedingt rechtsfähig. Beschränkt, weil es nur Rechte haben kann und bedingt, weil es diese Rechte zwar jetzt im Moment hat, aber diese Rechte dadurch bedingt sind, dass das Kind später auch wirklich lebend geboren wird. Ist das allen klar? Wenn das Kind tot zur Welt kommt, dann hat es zivilrechtlich nie existiert. Wenn das Kind lebend zur Welt kommt und auch nur 3 Minuten lebt, dann war es die ganze Schwangerschaft über rechtsfähig. Wie wirkt sich das aus? A und B sind in meinem Beispiel nicht verheiratet. B hat noch Eltern, X und Y. B wird bei einem Autounfall getötet. Und jetzt stellen Sie sich vor, C kommt nicht lebend zur Welt. Totgeburt. Dann wissen Sie schon aus dem, was wir gestern gesagt haben, wie es weitergeht. Sie haben es gestern gehört, § 735 BGB. Wenn jemand ohne Nachkommen stirbt, verheiratet ist der B auch nicht in unserem Beispiel, dann erben die Eltern. Und viel Fantasie braucht man nicht, wahrscheinlich wird jeder Elternteil die Hälfte bekommen. Angenommen, C kommt lebend zur Welt und stirbt kurz danach. Was ist dann passiert, Frau Kollegin? Dann ist C im Zeitpunkt des Todes seines Vaters B rechtsfähig, bedingt und beschränkt. Die Bedingung tritt aber ein, vollendete Lebendgeburt. Klar? Wenn die Bedingung eintritt, dann ist C im Zeitpunkt der Geburt dieses Erbrecht auch wirklich angefallen. Und wenn dann C quasi als Nächster stirbt, naja, dann erben wieder die Eltern, aber die Eltern von C. Und das ist nur A. Klar? Das heißt, die Frage der Lebendgeburt in unserem Beispiel ist der Unterschied zwischen A kriegt alles, nämlich quasi im Doppelsprung,
oder die Eltern kriegen je die Hälfte. Und damit sehen Sie, warum es keineswegs egal ist, ob Lebendgeburt vorliegt oder nicht. Und damit sehen Sie auch, warum das Gesetz eine eigene Beweisregel vorsieht, nämlich die Beweisregel, die besagt, wer Totgeburt behauptet, muss es beweisen. Lebendgeburt wird vermutet. Bedenken Sie dabei den historischen Zusammenhang. Heute wird diese Beweisregel oft nicht so schlagend sein, wenn ein Kind im Krankenhaus zur Welt kommt, weil sie dort professionelles medizinisches Personal haben, das sie befragen können und das ihnen sagen kann, ob das Kind lebend zur Welt kommt oder nicht. Aber 1811 waren die Dinge da vielleicht noch etwas weniger fortgeschritten und deshalb sagt das Gesetz, ich vermute die Lebendgeburt und wer eine Totgeburt behauptet, das wären in unserem Fall müssten das X und Y sein, sind die einzigen, die davon profitieren, der muss das beweisen. Das heißt, unser Nasciturus ist bedingt und beschränkt rechtsfähig. Und damit sehen wir was? Wir haben den Beginn der Rechtsfähigkeit markiert. Die Rechtsfähigkeit beginnt an sich mit der vollendeten Lebendgeburt, aber du bist schon vorher als Nasciturus beschränkt und bedingt rechtsfähig. Und wann endet die Rechtsfähigkeit? Ja, naheliegenderweise mit dem Tod eines Menschen. Herr Kollege. Wenn A sagt, hey, X und Y, ich würde mit, also Kollege fragt, kann man das auch anders regeln? Könnten A, X und Y vereinbaren, dass alle drei erben? Ja, natürlich. Da spricht nichts dagegen. Es zeigt nur die Lebenserfahrung, dass wenn Sie A fragen, möchtest du lieber mehr oder möchtest du lieber weniger, sehr viele Menschen sagen, ach, machen wir es einfach, ich nehme lieber mehr. Das heißt, wir müssen immer uns die Frage stellen, was sieht das Gesetz vor? Es ist nie verboten, dass vernünftige Menschen sich auf etwas Vernünftiges einigen. Da haben wir nie etwas dagegen. Klar? Sonstige Fragen? So, das ist jetzt einmal groß umgerührt. Der Kollege sagt, wie ist es denn strafrechtlich, wenn B A verletzt und C stirbt, ist das dann Totschlag? Also erstens, den Totschlag können Sie mal ganz vergessen. Jetzt bin ich natürlich kein Strafrechtler, das macht das jetzt alles zu dünnem Eis für mich. Den Totschlag können Sie ganz vergessen, weil der Totschlag die Tötung aus einer allgemein begreiflichen Gemütsaufregung ist. Ist die Tötung des Kindes im Mutterleib eine Straftat? Ja, selbstverständlich. Und da sehen Sie, das Strafrecht kümmert sich nicht darum, ob das Kind eine Rechtsperson war oder nicht. Das Strafrecht knüpft am Handlungsunwert an. Das Strafrecht sagt, ja bitte, mir ist es völlig egal, ob das Kind lebend geboren wird oder tot. Wenn du das Kind im Mutterleib schädigst und es dadurch stirbt, ja dann selbstverständlich ist das strafbar, weil es einen hohen Handlungsunwert gibt. Das heißt, das ist ein ganz anderer Blickwinkel als derjenige, den wir im bürgerlichen Recht brauchen. Sonstige Fragen dazu? Jemand, der im Koma ist, sagt der Kollege, ist also auch voll rechtsfähig und die Antwort ist uneingeschränkt ja. Keinerlei Einschränkung der Rechtsfähigkeit. Was heißt das? Derjenige, der im Koma ist, ist immer noch Eigentümer seiner Eigentumswohnung. Er ist immer noch Schuldner seiner Kreditverbindlichkeiten. Er ist immer noch Gläubiger aus einem Mietvertrag, den er abgeschlossen hat, weil er eine Wohnung vermietet. Es ändert sich an der Rechtsfähigkeit absolut nichts. Es gibt keine abgestufte Rechtsfähigkeit. Wer Mensch ist, ist voll rechtsfähig. Wer nicht mehr Mensch ist, ist nicht rechtsfähig. Klar? Eine Auskunft, die man natürlich gleich ein bisschen relativieren muss. Wir können auf die nächste Folie schauen, denn wir haben uns jetzt immer nur beschäftigt mit natürlichen Personen, also Menschen. Und wir haben gesehen, na, jeder Mensch ist einmal ganz sicher rechtsfähig, aber jeder und jede von Ihnen weiß, es muss wohl auch noch ein bisschen mehr geben und dieses bisschen mehr sind sogenannte juristische Personen. Es gibt keine moderne Rechtsordnung, die sagt, nur Menschen können Träger von Rechten und Pflichten sein. Das ist, glaube ich, logisch, weil jeder und jede von Ihnen ständig in Kontakt mit, ich nenne es einmal, Gebilden steht, die keine Menschen sind, aber wo es auch notwendig ist, dass die Träger von Rechten und Pflichten sein können. Wenn Sie Ihren Handyvertrag abschließen, dann schließen Sie ja das nicht mit einer Person ab, sondern mit einer Aktiengesellschaft oder mit einer GmbH. Das heißt,
Es ist in jeder Rechtsordnung notwendig, auch neben Menschen Gebilde anzuerkennen, von denen die Rechtsordnung sagt, und du bist auch rechtsfähig. Warum? Anders lässt sich Wirtschaftsverkehr heutzutage nicht mehr regeln. Das kann man sich vielleicht in einer Agrargesellschaft vorstellen, vor 200 Jahren, dass immer nur natürliche Personen miteinander in rechtsgeschäftlichem Kontakt stehen. Aber wenn Sie ein Bankkonto haben, wie soll das gehen mit einer natürlichen Person? Einem Bankier? So funktioniert das nicht. Allen Aktionären der Bank Austria? Dann werden Sie nie ein Konto eröffnen können, wenn Sie 100.000 Unterschriften brauchen. Das heißt, es ist einfach eine Zweckmäßigkeitsfrage, dass ich sage, es gibt neben Menschen noch andere Gebilde, die können auch Träger von Rechten und Pflichten sein. Und was diese Gebilde sind, das entscheidet jede Rechtsordnung für sich selbst. Natürlich, wenn man ein bisschen in verschiedene Rechtsordnungen schaut, natürlich stellt man fest, früher oder später ist in jeder modernen Rechtsordnung eine ähnliche Struktur da. Es gibt in jeder Rechtsordnung sowas wie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt in jeder Rechtsordnung sowas wie eine Aktiengesellschaft. Aber es gibt durchaus auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel in Deutschland etwas Kleines, das nennt man die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GSBR. Das gibt es bei uns auch. Bei uns ist das keine juristische Person, in Deutschland schon. Das ist nicht richtig oder falsch, das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers. Sie alle kennen GSBRs, wenn Sie an Baustellen vorbeifahren und dort finden Sie den Hinweis, das ist die Arge XY, die Arge Westautobahn. Arge steht für Arbeitsgemeinschaft. Und die Arbeitsgemeinschaft ist nichts anderes als eine juristische Person. Und die Frage ist jetzt, wenn Sie die Strabag sind und ich die POR bin und wir machen eine Arge, sind in Wirklichkeit Sie und ich Vertragspartner des Auftraggebers oder ist die Arge Vertragspartner des Auftraggebers? Die Arge kann nur Vertragspartner sein, wenn sie rechtsfähig ist. Und das ist sie in Österreich halt einmal nicht. In Deutschland schon. Das heißt, was ich möchte, dass Sie sehen, ist, natürlich lassen sich allgemeine Grundsätze erkennen, aber im Detail kann eine Rechtsordnung das auch anders lösen. Und noch einmal, das ist nicht die Frage von richtig oder falsch, sondern die machen es halt so, wir machen es halt anders. Sie finden nicht nur die Aktiengesellschaft und die GmbH, Sie finden einen ganzen Haufen anderer juristischer Personen auch. Denken Sie an die Stiftung, denken Sie an Fonds, denken Sie an öffentliche Anstalten wie den ORF, denken Sie an Vereine. Sind alles juristische Personen. Und wenn wir schon bei öffentlichen Anstalten sind, naja, es gibt natürlich nicht nur privatrechtliche juristische Personen, sondern auch öffentlich-rechtliche juristische Personen. Der Bund ist eine juristische Person. Die Gemeinde ist eine juristische Person. Sonst könnte die nicht einmal ein Konto haben. Ein Konto haben, Partei eines Kontovertrages sein, kann ja nur jemand, der Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Das heißt, die Gebietskörperschaften, die Kammern, Sozialversicherungsträger, eine Unmenge an juristischen Personen. Das muss man zur Kenntnis nehmen und juristische Personen als das akzeptieren, was sie sind. Das sind auch Spieler im Rechtsverkehr. Auch die haben dort eine ganz große Rolle. Und sie sind rechtsfähig, weil die Rechtsordnung sagt, dass sie rechtsfähig sind. Die Kollegin sagt, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt durch eine Arbeitsgemeinschaft geschädigt werde, gegen wen mache ich dann Schadenersatzforderungen geltend? Gegen die Leute, die dahinter stehen. Weil die Arbeitsgemeinschaft kann keine Pflicht haben. Stellen Sie sich die Arbeitsgemeinschaft als etwas vor, was nur wie so ein Vorhang vor denen ist, aber durch diesen Vorhang greifen sie durch. Und stellen Sie sich die juristische Person, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, als eine Wand vor. Durch die greifen sie nicht durch. Das ist auch der Sinn, dass man sagt, wir haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das ist der Witz MBH, beschränkte Haftung heißt, die Gesellschaft haftet. Komm bitte nicht zu mir, nur weil ich dahinter stehe. Das heißt, dort etabliere ich extra jemanden, der Träger von Rechten und Pflichten ist. Wenn ich das nicht mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich selbst der Träger der Rechte und Pflichten bin. Klar? Ganz laut, Frau Kollegin, sonst versteht sie sonst niemand. So, die Kollegin sagt, es ist mir noch nicht kompliziert genug, mischen wir noch ein bisschen Gesellschaftsrechtliches dazu. Und sie sagt jetzt, die Arge-Mitglieder seien eine GmbH und eine Kommanditgesellschaft.
Von wem verlange ich denn dann Schadenersatz? Wenn ich es einmal einfach mache, Sie verlangen Schadenersatz von der GmbH und von der Kommanditgesellschaft. Und die Kollegin hat gesagt, sie weiß aber, dass es bei der Kommanditgesellschaft noch so ganz besondere Leute gibt, nämlich sogenannte Komplementäre, und dass die Komplementäre die schöne Funktion haben, dass sie unbeschränkt haften. Ja, wenn der unbeschränkt haftet, dann kann ich auch gegen den Ansprüche geltend machen. Das tut aber nichts dazu, das Problem besser zu verstehen, sondern ist nur noch eine besondere gesellschaftsrechtliche Finesse. Ich würde es ausklammern aus dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Das sind juristische Personen und die haften. Ob sie dann noch ausnahmsweise, weil es in der Struktur dieser Gesellschaften liegt, auf einen Gesellschafter greifen können, ist ein Thema, das mit uns dann gar nicht einmal so viel zu tun hat. Sonstige Wünsche, Kollege? Es ist natürlich alles viel flexibler. Wenn Sie eine GmbH gründen, dann sind Sie in einem sehr, sehr straffen Regelungsrahmen drinnen. Und das ist der Grund, warum die das nicht tun. Bei einer ARGE können Sie locker die Partner austauschen. Bei einer ARGE können Sie alles so regeln, wie Sie wollen. Und dem Rest der Welt kann das wurscht sein, weil eh immer Sie der Betroffene sind. Das ist der Grund, warum man das macht. Eine ARGE ist vielleicht auch etwas loser organisiert als eine GmbH. Wir bauen dort eine Autobahn gemeinsam, aber sonst habe ich mit Ihnen nichts zu tun. Das heißt, die ARGE ist einfach eine andere Organisationsform, aber ohne Rechtsfähigkeit. Sonstige Wünsche? Eine ARGE können wir jetzt gründen, wenn Sie Lust haben. Wir können uns zusammenschließen und sagen, wir wären jetzt gerne eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Es sind irrsinnig viele Leute Gesellschafter einer GSBR, die das gar nicht wissen. Es ist zum Beispiel so, dass wir in Österreich ein großes Problem haben, wie wir Lebensgemeinschaften abwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Freundin bauen Haus. Ja, das ist normalerweise der Beginn vom Ende vermögensrechtlich, weil man achtet nicht so genau drauf. Sie haben dann noch ein Grundstück von Ihren Eltern, Ihre Freundin hat ein bisschen was am Sparbuch, Ihre Freundin kauft das Baumaterial, Sie arbeiten, 5 von Ihren Freunden arbeiten mit. Irgendwann einmal steht ein Haus da und alle sind glücklich. Und 3 Wochen später trennen Sie sich und alle sind nicht mehr glücklich. Es ist irre schwer, sowas auseinander zu dividieren. Die Rechtsprechung hat dann irgendwann einmal gesagt, wenn ich euch ganz tief in die Augen schaue, euch Zweien, seid ihr nicht zufällig Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts? Denn wenn ihr es wärt, dann hätte ich ein Regelungsregime, wie ich euch auseinander dividieren kann. Das ist natürlich der Wunschvater des Gedanken. Natürlich sind Sie nicht Gesellschafter bürgerlichen Rechts mit Ihrer Freundin, aber wir haben nichts anderes. Oder stellen Sie sich vor, Sie machen eine Musikkapelle auf, Sie treten irgendwo auf, Sie spielen Trompete, ich spiele Tuba und irgendwer hat noch die Schlagzeug dazu. Schon sind wir eine GSBR. Das geht schneller, als man glaubt. Wir wissen es gar nicht, aber das Gesetz sagt, naja, ihr schließt euch zusammen, ihr macht was gemeinsam, dann seid ihr es einfach. Das heißt, GSBRs gibt es wie Sand am Meer und viele wissen nicht einmal, dass sie in einer GSBR sind. Sonstige Wünsche? Gut, das heißt, wir haben verstanden, was natürliche Personen sind, wir haben verstanden, was juristische Personen sind, wir haben verstanden, was Rechtsfähigkeit heißt, und ich kann das immer nur noch einmal betonen. Rechtsfähigkeit heißt, Träger von Rechten und Pflichten sein können, also Rechtssubjekt sein können. Versuchen wir das bei einem kurzen Fall zu verstehen. Wie beurteilen wir folgendes Testament? Da ich keine Verwandten und Freunde habe, soll mein ganzes Hab und Gut meine Katze Minky erben. Sowas findet man gar nicht so selten. Hinweis, falls auf Sie so etwas zutrifft, das Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der Wirtschaftsuniversität ist rechtsfähig. Bevor Sie es der Katze geben, geben Sie es doch einfach uns. Kollege? Ja. Mhm. Also juristische Person ist sicher nicht. Natürliche Person ist auch nicht, weil die Katze Minky, auch wenn sie noch so nett reinschaut, kein Mensch ist. Und damit muss man sagen, die Katze ist kein Rechtssubjekt. Sie ist Gegenstand des Rechtsverkehrs. Sie wird wie eine Sache behandelt, 285a BGB, und deshalb kann sie nicht aus einem Testament begünstigt sein. Warum? Weil sie nicht Träger dieses Rechts sein kann. Das klingt jetzt vielleicht ganz trivial. Ich erinnere an einen Fall, der sich vor einiger Zeit ereignet hat, im Sprengel des Bezirksgerichts Gensandorf. Dort gibt es, das weiß ich nicht, ob Ihnen das bekannt ist, wenn Sie aus Wien kommen, vielleicht schon, dort gibt es eine Art Safari-Park. Und in diesen Safari-Park hat ein Pharmaunternehmen seine Versuchsschimpansen geschickt. Die haben alle natürlich schon ein schweres Leben hinter sich und sollten dort irgendwie ein schönes Auskommen haben. Und irgendwann ist einmal ein Tierschutzverein gekommen und hat gesagt, so, ich möchte jetzt, dass für diesen Schimpansen ein, ich lasse jetzt die Begriffe noch
unerklärt stehen, ein Sachwalter bestellt wird. Ich möchte, dass jemand bestellt wird, der die Rechte und Pflichten, vor allem die Rechte, dieses Schimpansen wahrt. Klammer, Sachwalter ist das, was Sie sonst von Personen kennen, die geistig beeinträchtigt sind. Was soll das Gericht machen? In Wirklichkeit ist es sehr einfach. Auf Basis unserer Rechtslage können Sie für einen Schimpansen keinen Sachwalter bestellen, weil Sie Sachwalter nur für Menschen bestellen können. Und das kann man gut oder schlecht finden. Für die Rechtsordnung ist der Schimpanse mit Blick darauf auch nicht anders als ein Tisch oder ein Auto. Das muss man in der Sache nicht gut finden, aber die Rechtslage ist so. Tiere sind keine Rechtssubjekte. Deshalb gibt es keinen Sachwalter für den Schimpansen und deshalb gibt es kein Erbe für die Minki. Ja, der Kollege sagt, aus der Zeitungslektüre weiß er, irgendein Affe hat mit der Kamera irgendeines Menschen ein Selfie gemacht. Und die Frage ist, wem gehört jetzt dieses Selfie? Recht am eigenen Bild und so weiter, das könnte man natürlich alles herrlich vermarkten. Und aus unserer Perspektive kann man eins ganz leicht sagen. Der Einzige, dem sicher nicht gehört, ist der Affe. Weil der Affe kann nicht Träger von Rechten und Pflichten sein. Wohlgemerkt, auch hier, kann eine Rechtsordnung das anders regeln? Ja, selbstverständlich. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, das ist jetzt nicht die Gleichung. Aber wenn eine Rechtsordnung sagt, ein neugeborenes Kind, das keinerlei Gebrauch von Vernunft hat, ist eine Rechtsperson, dann könnte eine Rechtsordnung natürlich auch sagen, ein Schimpanse soll auch eine Rechtsperson sein. Das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers. Aber die Entscheidung des Gesetzgebers bei uns ist völlig klar. Aber deswegen Pech für den Affen. Der Kollege sagt, was passiert, wenn ein Affe einem etwas stiehlt? Schon bei der rechtlichen Qualifikation wäre ich nicht dabei. Stehlen heißt, dass ich jemand meine fremde Sache wegnehme mit dem Vorsatz, mich zu bereichern. 127 Strafgesetzbuch. Und ein Affe kann keinen Bereicherungsvorsatz in dem Sinne haben. Das heißt, ein Affe kann ihnen was wegnehmen, kann ihnen ihre Banane wegnehmen und sie aufessen. Sie werden den Affen nicht ins Gefängnis schicken können. Sie werden vom Affen keinen Schadenersatz verlangen können. Es tut mir leid. So, der Kollege sagt, könnte man das alles nicht umgehen, indem wir eine Privatstiftung gründen, die den Affen oder die Katze Minki am Leben erhält? Dabei ist noch nicht so klar, wie man das vorstellen soll. Sie können es ganz einfach machen. Sie können mir ihr ganzes Erbe geben und mir die Auflage geben, kümmere dich um die Katze. Sie können mir ihr ganzes Erbe geben und sagen, ich will, dass die Katze jeden Tag Wildfanglachs bekommt. Dann werde ich es machen müssen, wenn ich ihr Erbe behalte. Aber niemals wird die Katze berechtigt sein. Das bringen wir nicht zusammen. Tut leid, weil sie nicht rechtsfähig ist. Das hängt davon ab, wie ich das Erbe angenommen habe. Der Kollege sagt also, muss ich für den Lachs auch aufkommen, wenn das Erbe dann schon aufgezehrt ist? Die Katze ist sehr langlebig und oder frisst sehr viel. Der Lachs wird immer teurer. Das hängt davon ab, wie ich das Erbe angenommen habe. Aber da verweise ich auf unsere Ausführungen im Erbrecht. Da kommen wir dazu noch ganz ausführlich. Ja, Kollege sagt, wie ist das mit Haustieren? Erstens müsste man sagen, die Katze Minki ist wahrscheinlich ein Haustier, es sei denn, es ist eine Tigerkatze. Und was, sagt der Kollege, ist, wenn jetzt ein Haustier jemanden anfällt und beißt? Nun, Erkenntnis wiederum, vom Haustier werden Sie keinen Schadenersatz bekommen, weil er nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Die Frage ist, kann ich vom Halter des Tiers Schadenersatz bekommen, weil der Halter seinen Killerhund am Kinderspielplatz schickt und ihn vorher noch so ein bisschen anheizt? Ne? Ja klar, dann wird der Tierhalter haften. Oh je, es entwickelt sich jetzt in so eine Tour d'horizon durch die Absonderlichkeiten der Rechtsordnung. Wir haben Affen, die von Stiftungen am Leben gehalten werden, die währenddessen Selfies machen, Leuten etwas stehlen und sie dann beißen. Willkommen in der heiteren Welt des allgemeinen Teils.
Das Wildtier gehört grundsätzlich niemandem. Es ist das, was der Lateiner eine Res Nullius nennen würde. Das Wildtier hüpft von Wald zu Wald und derjenige, der es hoffentlich als Jagdberechtigter schießt, der hat es dann. Und wenn das Wildtier sie beißt, Pech gehabt. Also gehen Sie nicht zu nah an Wildtiere heran. Wenn Sie nicht gut aufgepasst haben auf Ihren Hund, dann haften Sie, wenn Ihr Hund jemandem etwas antut, ja? Der Kollege überrascht uns mit der Frage, wie das ist, wenn im Tiergarten, im Zoo der Affe die Kamera stiehlt, wer haftet dann? Ich löse es mit einem simplen Verweis darauf, in Schönbrunn gibt es Glasscheiben, dort ist das technisch ausgeschlossen. Gut, ich glaube, wir kommen an der Tierfront nicht mehr weiter. Wir haben dort, glaube ich, schon alles rausgeholt, was wir nur denkbarerweise rausholen konnten.